Hallo, heute sind wir im Erlebnis zu Hannover. Hinter uns sehen Sie die Anlage für die nordafrikanische Rothalsstraufe, derzeit mit einem Tier besetzt. Das ist unser Hahn, der Labi, der 2011 als Brutei aus dem nordafrikanischen Nationalpark Süßwasser zu uns gekommen ist und hier erbrütet wurde mit 16 anderen Jungvögeln, die jetzt in vielen anderen Zoos hier in Europa ebenfalls als erwachsene Vögel dafür sorgen sollen, dass es Nachwuchs gibt für diese sehr bedrohte Straußenart. Denn dieser nordafrikanische Rothalsstrauß, man sieht sehr schön diesen roten Hals im Moment, ist stark bedroht. Es gibt nur noch wenige hundert Tiere. Ursprünglich beheimatet rundherum um die Sahara, findet man ihn jetzt eigentlich nur noch in Teilen der südlichen Sahara, Tschad, im Sudan, im Niger. Und in Marokko, im Süßwasser-Nationalpark, lebt eine Population von mehreren hundert Tieren, die dort in den 90er Jahren wieder angesiedelt wurden. Zoo Hannover hat sich zum Ziel gemacht, diese Tierart zu erhalten und dazu eine Reservepopulation in europäischen Zoos zu gründen. Denn bis dato gab es diese Tiere nicht, sondern es gab nur die südlichen Straußen in Zoos, die nicht bedroht sind. Deswegen haben wir 2010 und 2011 Bruteier aus dem Nationalpark in Süßwasser hier nach Hannover gebracht, erbrütet, um mit diesen Tieren, die dann hier geschlüpft sind, eine Population in europäischen Zoos aufzubauen. Derzeit leben in 13 verschiedenen Zoos in Europa, mittlerweile wieder Rothalsstrauße. Wir haben eine Population von ca. 30 erwachsenen Tieren und im vergangenen Jahr sind 11 Jungvögel in anderen Zoos geschlüpft. Wir halten derzeit 3 erwachsene Tiere, 2 Hennen und einen Hahn und werden mit diesen Tieren auch weiterhin Jungvögel züchten, um so eine stabile Population dieser bedrohten Art hier in Zoos aufzubauen. Viele Tiere der nordafrikanischen Fauna sind sehr stark bedroht. Antilopenarten, aber eben auch der Strauß sind in den vergangenen Jahren stark bejagt worden und teilweise bis an den Rand der Ausrottung gebracht worden. Die Säbelantilope, die arabische Oryx sind ausgerottet und konnten nur durch Wiederansiedlungsprojekte im Freiland stabilisiert werden. Und ähnlich geht es dem Rothalsstrauß auch. Nur noch wenige hundert Tiere leben im Freiland im südlichen Bereich der Sahara. Und wir versuchen eben durch so eine Reservepopulation, die wir hier erhalten und aufbauen wollen, später die Möglichkeit haben, diese Tiere dann eventuell auch wieder ins Freiland wieder anzusiedeln. Hinter uns sehen Sie jetzt die beiden Straußenhennen. Die eine Straußenhenne ist 2011 bei uns im Zoo Hannover geschlüpft, die andere ist 2017 hier im Zoo Hannover zur Welt gekommen. Sie sehen deutlich im Vergleich zum Hahn vor diesen Geschlechtsdimorphismus. Der Hahn mit seinem dunklen, schwarzen Gefieder, mit den weißen Spitzen und dem roten Hals. Im Gegensatz hierzu die doch sehr unscheinbare graue Henne. Der afrikanische Strauß gehört zu den Straußenvögeln und ist der größte Vogel, den wir derzeit auf der Welt haben. Gerade der nordafrikanische Rothalsstrauß ist bezogen zu den anderen Unterarten eine wirklich sehr imposante Erscheinung. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.